Was geht ab, meine lieben Freunde? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Seltas oder einfach nur Mark und heute reden wir einmal über drei der fast schon größten Fehler, die man so im Goldmaking machen kann, vor allem als Anfänger. Ein meiner Meinung nach sehr interessantes Thema, da es teilweise in der restlichen Goldmaking-Community eine echt seltsame Einstellung zum Thema Fehler machen gibt. Es ist fast schon sowas wie eine ungeschriebene Regel, dass man, wenn man etwas nicht weiß, lieber die Klappe hält, anstatt was Falsches zu sagen bzw. zu machen. Meiner Meinung nach definitiv ein Schritt in eine sehr falsche Richtung, was Community-Bildung angeht, vor allem bei unserer kleinen Nischen-Community. Und daher möchte ich mit diesem Video ein bisschen das Eis brechen. Es gibt offensichtlich viele Fragen zu manchen Goldmaking-Themen, wie ich früher teilweise meinen YouTube-PNs oder jetzt auch ingame im Briefkasten feststellen kann. Oft kommen diese Fragen aber anonym, da anscheinend wirklich die Angst davor besteht, sich bloßzustellen. Daher hoffe ich, dass ich mit den folgenden drei Punkten ein paar dieser Fragen beantworten kann. Viele, vor allem neue Goldmaker, gehen von Anfang an mit der falschen Einstellung an die ganze Sache heran. Es wird über einen viel zu kurzen Zeitraum viel zu viel Gold-Income erwartet, indem man versucht, mit wenigen teuren Items einzelne große Goldbeträge zu generieren. Aber so wie fast alles Gute, braucht auch Goldmaking seine Zeit. Es geht nicht um die großen Beträge, die man macht, sondern vielmehr um die vielen kleinen Beträge, die sich dann über die Zeit summieren. In meinem Guide für die Trommeln der Wut, Link jetzt oben in der Infocard, habe ich das ganze Thema schon einmal angeschnitten. Ich finde, vor allem als Anfänger im Goldmaking kann man sich daher folgende Faustregel merken. Du willst nicht einmal 10.000 Gold machen, sondern 100 mal 100 Gold. Mit dieser Regel im Hinterkopf habe ich von Anfang an mein Gold gemacht und kann euch diese daher aus eigener Erfahrung definitiv nur ans Herz legen. Der Fehler ist nicht TSM an sich, sondern eher, dass viele Leute fast schon Angst haben, sich mit TSM auseinanderzusetzen. Und da ist eigentlich auch überhaupt nichts Verwerfliches dran. Ich war genau in derselben Position. TSM kommt einem als Goldmaking-Neuling irgendwie immer so vor wie dieser unmöglich zu schaffende Endboss beim Goldmachen. Aber irgendwann kam halt der Moment bei mir, wo ich mir so dachte, okay, ich muss mich da jetzt einfach mal durchbeißen. Ja, es ist kompliziert, aber man kann es wirklich lernen. Es gibt viele gute Tutorials, die einem helfen, TSM zu verstehen. Ich werde euch mal unten in der Beschreibung einen verlinken. Und die Zeit, die man investiert, zahlt sich locker schon beim ersten Auktion-Einstellen aus. TSM ist wirklich essentiell bei einem großen Stock, wenn man snipern will und für das strategische Auktionieren an sich. Zum Beispiel, wenn man um bestimmte Uhrzeiten Items schnell reinstellen möchte. Wenn man Items aus dem Auktionshaus schnell rausholen und neu reinstellen will. Im Prinzip für all das Min-Maxing im Goldmaking ist TSM essentiell. Deshalb mein Tipp an euch, versucht anzufangen, TSM zu lernen. Es lohnt sich, definitiv. Was ich auch oft sehe, ist, dass viele Goldmaker und auch hier vor allem Neulinge Angst haben, Gold zu investieren und das meistens ohne Grund. Selbst bei kleinen Spekulationen, wobei ich das nicht mal Spekulation nennen will, das hat so eine negative Konnotation, ich will das lieber Möglichkeiten nennen, selbst da halten sich die meisten Leute zurück, auch bei kleinem Risiko. Aus eigener Erfahrung kann ich euch aber nur empfehlen, probiert es einfach mal aus, am besten mit kleinen Beträgen. Wenn ihr es nie testet, werdet ihr nie ein Gespür dafür bekommen, wann sich mal ein Investment lohnt und wann nicht. Und falls ihr jetzt mal eine Idee braucht, in was für Items ihr investieren könntet, ich habe passend zum immer näher kommenden BFA-Release schon ein Video über ein paar Do's und Don'ts zur Vorbereitung gemacht, wo ich euch auch ein paar Items zeige, in die ihr definitiv mit fast nicht vorhandenem Risiko investieren könnt und die meiner Meinung nach zu BFA definitiv Gold abwerfen werden. Das alles auch wieder oben in der Infocard. Viele Goldmaker wollen keine Fehler begehen. Dabei ist genau das der größte Fehler überhaupt. Nur durch Fehler lernt man und vor allem beim Goldmaking. Selbst wenn ihr Gold verliert, kann das trotzdem ein Gewinn für euch sein, denn ihr gewinnt Erfahrung und Wissen über euren Servermarkt. Und das ist essentiell für eure zukünftigen Projekte. Macht nicht den gleichen Fehler wie ich am Anfang und lasst euch zu viele Investitionsmöglichkeiten durch die Lappen gehen, nur weil ihr verunsichert seid. Testet es einfach aus. Okay, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video zwischendurch mal gefallen. Abonniert, wenn ihr weitere praktische WoW Gold Guides sehen wollt. Lasst gerne ein Like da und haut vor allem mal eure Meinung zu dieser ganzen Fehler im Goldmaking Sache gerne in die Kommentare. Aber am allerwichtigsten, Leute,
Viel Spaß beim Goldmachen. Tschüss und haut rein.